trainiert für Olympia. Jugend trainiert für Paralympics. Tag 2. Heute mit Schwimmen, Triathlon und Golf. Euer Moderator Kai Winke. Ja, danke schön. Ich übernehme auch gleich und wir verlieren keine Zeit hier vom Golfclub aus Gato und machen gleich weiter mit Triathlon an historischer Wirkungsstätte. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Der Triathlon an historischer Wirkungsstätte, dem Olympiapark. Hier, wo 1936 Olympische Spiele stattfanden, begann auch die Geschichte von Jugend trainiert. 1968 gab es hier nämlich das erste Mal JTFO Schwimmen und Leichtathletik. Ja, das ist natürlich was sehr Besonderes auch in Erinnerung. Ich meine, das ist ja jetzt schon fast 80 Jahre alt, dieser Olympiapark. Und dann geht man halt auch manchmal so in sich und versucht sich halt vorzustellen, wie das damals war und was die Sportler da und wie die da gefiebert haben. Also schon was Besonderes, wenn man sich vorstellt, wer hier schon alles geschwommen ist. Ja, und ist schon, also erlebt man nicht oft. Triathlon zum zweiten Mal erst bei JTFO ist eigentlich eine Individualsportart. 200 Meter Schwimmen, 3 Kilometer Rad und 1 Kilometer Laufen. Hier werden die Kräfte jedoch gebündelt und gemeinsam im Team für den Sieg gekämpft. Ich finde das besser, weil also man hat ja erstens auch noch ein bisschen Zeit zwischendurch, aber auch, weil man einfach mehr Zusammenhalt hat und ja. Also ich finde es gut. Wir sind alle befreundet, wir kennen uns alle aus der Schule und wir haben einen guten Teamgeist. Die Teammitglieder kommen da manchmal nicht nur aus einem Bundesland. Daniel und Christina kommen sogar aus einer Familie. Die beiden Geschwister starten gemeinsam für Hessen. Ich freue mich auch für sie. Also ich war ja letztes Jahr schon dabei und sie ist jetzt aber das erste Mal. Und ich freue mich natürlich auch für sie, dass sie jetzt auch das Glück hat, dabei sein zu dürfen. Der Triathlon bei Jugend trainiert. Ein Teamwettbewerb, der sich in seiner jungen Geschichte bei JTFO an historischer Wirkungsstätte präsentiert wie ein alter Hase. Ja, Triathlon ist schon eine ganz besondere Herausforderung und eine ganz besondere Herausforderung, die gibt es auch speziell beim Rudern und das ist der Achter, die Königsdisziplin. In Berlin-Grünau wird wieder fleißig um die Wette gerudert. Über 500 Sportler sind angetreten, um zu ermitteln, wer am schnellsten durchs Wasser fliegt. In diesem Jahr sind alle Augen auf die Königsdisziplin, den Achter, gerichtet. Selten war das Starterfeld so gut besetzt wie in diesem Jahr. Die Favoritenrolle wird munter hin und her geschoben. Man kennt sich eben bestens aus den Vereinen. Also ich habe mal über das Meldergebnis geschaut und habe bei den Hamburgern doch einige gesehen, die wir auch in der Nationalmannschaft schon gesehen haben, die Namen. Und wir wissen, dass Osnabrück ja den Henley-Start hatte, die auch eine starke Mannschaft haben werden. Also das sollte eng werden auf den Plätzen. Ja, wird schwer unter die ersten drei zu kommen. Hamburg und Niedersachsen sollen es also richten. Die Hauptstädter geben sich bescheiden. Doch gerade sie werden von allen als Top-Favorit gesehen. Haben sie doch mit Olaf Roggensack und René Schmäler zwei Juniorenweltmeister im Team. Kommt halt auf die ganze Mannschaft drauf an. Wenn die ganze Mannschaft nicht zusammenarbeitet, dann läuft das Boot überhaupt nicht. Die beiden Weltmeister, das ist toll, das ist unser Schlagteam, aber wir haben auch ein paar Leichte dahinter und bei Gegenwind wird es dann nicht so einfach für die. Es ist schon ganz klar, dass sie sagen, wo es lang geht und haben da auch ein ganz gutes Feedback, was sie geben, können uns da sehr viel anweisen. Die Niedersachsen, größter Konkurrent der Hansestädter, geben sich davon unbeeindruckt. Naja, ich glaube, davon muss man sich nicht verrückt machen lassen, ob jetzt ein Juniorenweltmeister im Boot sitzt oder nicht. Wir haben dieses Jahr auch einen ziemlich starken Achter, deswegen gehe ich davon aus, dass das knappe Rennen werden. Es war, so viel vorweg, sehr knapp, denn auch die Favoriten müssen sich erstmal qualifizieren. Hamburg, Niedersachsen und Berlin in einem Halbfinallauf, aber nur zwei kommen direkt ins Finale. Das Boot aus Niedersachsen mit gutem Start, aber nach 500 Metern liegen die Top-Teams wieder gleich auf. Erst kurz vor dem Ziel kann sich Hamburg dann entscheidend absetzen und im Kampf um Platz 2 muss sich Berlin auf der unteren Bahn dem Überraschungsboot aus Nordrhein-Westfalen geschlagen geben. Lange Gesichter bei den Unterlegenen.
Sie müssen in den Hoffnungslauf. Große Freude dagegen beim Team Hamburg als einziger Favorit direkt ins Finale. Naja, war halt, jeder wollte nicht in den Hoffnungslauf gehen, um nochmal ein Extra-Rennen zu fahren. Und da haben alle gekämpft und da hatten wir jetzt einfach die Nase vorn. Berlin und Niedersachsen nutzten ihre zweite Chance, gewannen den Hoffnungslauf. Somit kommt es morgen im Finale zur Neuauflage, in der diese neuen Jungs dann Historisches schaffen wollen. Denn seit 20 Jahren gab es keine Medaille für Hamburger Boote bei JTFO. Und plötzlich sind sie Topfavorit. Ja, bei mir steht jetzt hier auf dem Golfplatz Jule aus Niedersachsen. Jule, wie gefällt es dir denn erstmal bis jetzt hier in Berlin? Also ich finde es sehr interessant. Ist ein schöner Platz, bin auch schon einmal mitgegangen. Ja, und alles in allem sehr schön. Jetzt sind wir hier nicht ohne Grund. Wir wollen jetzt einmal einen ganz schwierigen Schlag für mich üben. Und zwar den Schlag aus dem Bunker raus. Ja, danke schön, Jule. Ich bin jetzt offizieller Profigolfer und wir kommen jetzt zum nächsten Beitrag, nämlich zum Schwimmen. Und da ging es diesmal vor allem um die Inklusionsstaffel. Auf die Plätze! Die Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg, normalerweise Heimstätte des aktuellen Wasserball-Double-Gewinners Wasserfreunde Spandau. Vom Montag bis Mittwoch allerdings nicht, denn hier duellieren sich Schwimmer aus 16 Bundesländern in 4 verschiedenen Wettkampfklassen. Das Schöne ist, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam durchführen. Das hat sich jetzt im zweiten Jahr auch schon ein wenig eingepegelt. Also die Nichtbehinderten und die Behinderten schwimmen zusammen. Und gerade vor dem Hintergrund Inklusion in Schule ist es hier ganz wichtig, in einer solchen sportlichen Veranstaltung Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Inklusion, das beschreibende Wort der Veranstaltung. Zum Start des zweiten Tages duellieren sich die Teilnehmer in sogenannten Mixed-Staffeln. Also 4 Sportler ohne und 4 mit Handicap. Ich finde es auch sehr schön, dass Paralympics und Olympia zusammen trainieren sozusagen, in Anführungsstrichen. Ja, ist auf jeden Fall cool, mit den paralympischen Schwimmern mitzuschwimmen und ja, es macht Spaß. Den ersten Platz in der Get-Together-Staffel sichert sich Brandenburg in 1:57.06. Nur ganz knapp dahinter die Gastgeber aus Berlin mit 1:59.47 und Mecklenburg-Vorpommern. Besonders für die Trainer ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, also es sind ganz gemischte Gefühle von Freude bis bei einigen traurig. Dann muss man mal ein bisschen Papa sein und die Kinder trösten. Aber insgesamt sind es tolle zwei Tage Wettkampf mit allen Emotionen von Freude, Trauer, Spaß, alles Mögliche haben wir da beisammen. Eine, die auf jeden Fall nicht getröstet werden muss, ist Emily Telle, Vize-Europameisterin von 2014. Seit 2012 in Berlin und zu 90% blind. Die Sportlerin der Berliner Wasserratten dominiert alle ihre Rennen und zeigt vor allem über die 50 Meter Brust eine klasse Leistung. Sie gewinnt in 0:38.94, bleibt aber knapp über ihrer Bestzeit. Es war ganz in Ordnung. Dafür, dass ich sehr viel trainiert habe die letzten Wochen, ist es wirklich eine recht passable Zeit, kann man sagen. In Zukunft werden die Wettkämpfe dann wieder in der SSE an der Landsberger Allee ausgerichtet. Kein Wunder, denn bei solch guter Laune und tollen Menschen muss eine größere Halle her. Das war's auch schon. Tag 2 Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics ist vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und morgen dann unter anderem ein Highlight Hockey. Ja, und dann verfolgt uns auf Twitter und auf Facebook, bleibt uns da weiterhin fleißig treu und dann bleibt uns wie immer nur noch eins, bleibt sportlich!